Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte starten, dem Kollegen Sven Vollmerich zu seinem heutigen 40. Geburtstag herzlich zu gratulieren. Dann wäre das in die Debatte auch eingebracht. Ja, meine Damen und Herren, in den vergangenen Debatten, wo wir uns... Ich vermute, Herr Kollege, dass da gerade wenig zu debattieren ist. Ne? Der das Sachverhalt ist ziemlich eindeutig. Danke für den Hinweis, Herr Präsident. Der natürlich immer richtig ist, wenn er von Ihnen kommt. Alles meine Redezeit, das stimmt. Meine Damen und Herren, ich fange noch mal an. Nee, das geht nicht. Das gilt als geredet. Also, in den vergangenen transatlantischen Debatten haben wir uns in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur einzelnen Elementen dieses sehr wichtigen Verhältnisses gewidmet. Das waren Anlässe gewesen, wo es um Jubiläen ging, wo US-Präsidenten wichtige Reden hier in dieser Stadt gehalten haben. Open this gate, Mr. Gorbachev, tear down this wall, oder ich bin ein Berliner. Solche Dinge haben wir zum Anlass genommen. Oder es ging halt auch um komplizierte, problematische Themen, wie eben NSA-Abhörskandal oder auch um TTIP, als wir dies hier besprochen haben. Deswegen ist es richtig, und darüber freue ich mich auch, dass wir jetzt seit einigen Jahren zum ersten Mal wieder im Plenum eine Generaldebatte, eine breit angelegte Debatte zu den transatlantischen Verhältnissen heute führen. Meine Damen und Herren, warum ist es wichtig, sich den transatlantischen Beziehungen auch breit angelegt zu widmen? Weil wir feststellen werden, wem es noch nicht klar ist, dass uns weitaus mehr verbindet, als uns trennt. Die transatlantischen Beziehungen sind nicht von ungefähr einer der wichtigsten Säulen unserer deutschen Außen-, Sicherheits- und auch Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren. Eine Bestandsaufnahme wird uns sehr rasch zu der Erkenntnis führen, dass Deutschland den Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel verdankt. Ich nenne den Marshallplan, ich nenne die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten während der Zeit des Kalten Krieges ein Garant der Freiheit waren, und ich nenne auch die Wiedervereinigung, die ohne die Vereinigten Staaten nicht möglich gewesen wäre. Viele Deutsche haben umgekehrt daran mitgewirkt, die Vereinigten Staaten auch so, wie wir sie heute kennen, aufzubauen. Erst vor kurzer Zeit haben 50 Millionen US-Bürger, das ist ungefähr ein Sechstel der dortigen Bevölkerung, angegeben, deutsche Wurzeln zu haben. Das ist die größte Gruppe dort. Und wenn wir, Elvis Presley wurde vorhin schon mal in die Debatte eingeführt, fällt mir jetzt auch noch ein, auch er hat deutsche Wurzeln, seine Familie sind geborene Presslers gewesen, Deutsche ursprünglich, und auch hier gibt es also in diesem Bereich transatlantische Beziehungen letztlich eine Säule. Das geht hin bis zu zwei US-Präsidenten, die direkt auf deutsche Wurzeln blicken können. Meine Damen und Herren, das ist Teil alles unserer gemeinsamen transatlantischen Geschichte, wo auch Deutsche in dem Partnerland in den USA ihre Spuren hinterlassen haben. Und die amerikanischen Freunde erkennen den deutschen Beitrag zur Entwicklung ihres Landes durchaus an. Ich zitiere an dieser Stelle den ehemaligen Transatlantik-Koordinator und US-Parlamentariergruppenvorsitzenden Hans-Ulrich Klose. Zitat: Sie haben es uns politisch dadurch gedankt, dass Sie die Wiedervereinigung möglich gemacht haben. Zitat Ende. Es sind eben diese gemeinsamen Werte, die wir natürlich auch immer wieder hinterfragen müssen, aber die uns gemeinsam auch mit gemeinsamen Interessen verbinden und uns wie keine zwei anderen Partner auf der Welt verbinden. Wir sind auch strategischer Partner, wahrscheinlich der einzige wirkliche Partner der USA. Auf wen sonst sollte man sich, trotz der Krisen, die wir hier und die Probleme auch in Europa haben, auf wen sonst sollte man sich in den USA stützen bei internationalen Krisen und globalen Fragen, wenn nicht auf uns Europäer, meine Damen und Herren. Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehört aber auch, und da bin ich dankbar, dass die Vorredner beide, insbesondere Kollege Steinbrück, darauf auch hingewiesen haben, dazu gehören natürlich auch, die Probleme anzusprechen. NSA-Abhörskandal wurde bereits genannt. Ich könnte eine ganze Reihe von anderen Dingen, die eben in einem sehr komplexen, historisch gewachsenen Verhältnis nun mal auch passieren. Und die müssen wir ansprechen. Und Stefan Liebig hätte es so definiert, die transatlantischen Beziehungen sind erwachsen geworden. Und da stimme ich durchaus zu. Das stimmt soweit. Meine Damen und Herren, ich habe aber manchmal den Eindruck, dass wir in den transatlantischen Beziehungen irgendwie gefangen sind, festsitzen zwischen einer Vergangenheit, die ich gerade kurz skizziert habe,
und der Zukunft, den Zukunftsthemen, dass wir hier Orientierung brauchen. Aber dabei sollte es doch gar nicht so schwierig sein, Orientierung hier zu finden. Denn es gibt eine ganze Palette globaler Herausforderungen, wo wir doch wissen, dass es wenig klug ist und auch überhaupt nicht machbar ist, einzelstaatliche Lösungen zu finden und übrigens auch nicht Lösungen, die wir nur in Europa oder nur in den Vereinigten Staaten angehen können. Da müssen wir uns zusammentun und überall dort, wo wir gemeinsame Interessen haben, die Kräfte bündeln, meine Damen und Herren. Das sind Themen wie die Sicherheit, der Kampf gegen den Terrorismus und die Bewältigung im Umgang mit den Herausforderungen bei den Klimaveränderungen. Aber insbesondere auch beim Wirtschaftsthema möchte ich das Augenmerk kurz auf die Freihandelszone TTIP, die gerade verhandelt wird, lenken. Wir sind ja bereits wichtige Handelspartner miteinander und es soll der bedeutendste Wirtschaftsraum der Welt hier geschaffen werden. Kollege Steinbrück hat die Verlagerung auch des geopolitischen, ja auch bevölkerungsentwicklungsmäßigen Gewichts in den USA, aber auch weltweit angedeutet. Und das ist eine Wahrheit, die wir einfach zur Kenntnis nehmen wollen. Insbesondere dann, wenn wir uns einmal selbst die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich hier in Deutschland, in Europa in Zukunft leben? Die Antwort muss doch lauten, nach wie vor auch in Zukunft in Sicherheit und relativem Wohlstand. Und noch einmal möchte ich betonen, dass wir das alleine nicht hinbekommen. Dazu braucht es einen starken Partners. Und da sind uns die Vereinigten Staaten von Amerika und übrigens auch die Kanadier die Nächsten. Dann kann das funktionieren, meine Damen und Herren. Und wo ich die Kanadier erwähne, möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass es auch hier im transatlantischen Verhältnis ein Megaprojekt gegeben hat, das es noch zu ratifizieren, umzusetzen gilt. Und das ist das dortige Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, nämlich CETA abgekürzt, das als Blaupause für TTIP gelten soll. Es ist final verhandelt, kürzlich noch modifiziert, um einen Investitionsschutzkapitel, das letztlich jetzt auch den Sorgen der Bevölkerung, der Öffentlichkeit Rechnung getragen hat. Es muss jetzt zügig die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das umgesetzt wird, dass wir es ratifizieren können, dass es im Laufe des nächsten Jahres 2017 auch tatsächlich in Kraft treten kann. Und auch für TTIP gilt, meine Damen und Herren, es geht voran und es geht gut voran. Bei allen Zweifeln, die ich hier immer wieder höre, angesichts eines solchen Projekts, das transatlantische Projekt unserer Zeit, um den es eben nicht nur um blanke Wirtschaftszahlen, sondern um geopolitische, geostrategische Klugheiten und Richtigkeiten und Aspekte geht, da geht es voran. Zuversichtlich bin ich deswegen, dass es auch noch in der laufenden US-Administration, die geht ja immerhin noch bis zum 20. Januar 2017, dass wir da zu guten Ergebnissen kommen, meine Damen und Herren. Und gerade in der heutigen Zeit ist es richtig, auch wieder Brücken zu schlagen. Teilweise angekratztes Vertrauen im transatlantischen Verhältnis wiederherzustellen, aufzubauen, gegenseitiges Verständnis für unterschiedliche Perspektiven auf durchaus gleichgelagerte Sachverhalte zu gewinnen. Und das geht natürlich am besten, indem man sich wechselseitig begegnet und miteinander redet. Viele Austauschprogramme leisten das bereits, von den politischen Stiftungen, den transatlantischen Vereinigungen wie Atlantikbrücke, GMF, Aspen, wie sie alle heißen, oder auch AmCham, die in diesem Bereich auch gute Arbeit leistet. Und deswegen ist es gut, dass bereits zum fünften Mal der amerikanische Präsident in wenigen Tagen hier nach Deutschland kommt, zur Hannover Messe. Die Vereinigten Staaten sind Partnerland dieses Jahr. Und hier wird es wieder Gelegenheit zu vielen Begegnungen auf vielen Ebenen, auf höchstrangiger Ebene geben. Und das schafft eben schafft Brücken hin zu diesem Vertrauen, was wir miteinander haben und was wir weiterentwickeln müssen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns die transatlantische Partnerschaft für eine gemeinsame globale Strategie eines geschlossenen, der Zukunft zugewandten Westens also nutzen. Lassen Sie uns gemeinsam mit den Amerikanern und den kanadischen Freunden Teil des Teams sein, das den Westen rekonstruiert, nicht territorial, wo das der eine oder andere östlich von uns auf dem Globus machen möchte, sondern durch strategisch kluge Arbeitsteilung bei den globalen Herausforderungen. Denn es geht um unser Land, um unsere Sicherheit und nicht zuletzt um die Sicherung unseres Wohlstands. Ich danke Ihnen. Jürgen Trittin ist der Nächste.